Er hat das Buch wirklich gründlich gelesen. Kasım Erdoğan, türkischstämmiger Psychologe und Sozialarbeiter im Berliner Bezirk Neukölln. Ein halbes Jahr nach der Buchpremiere ist sein Kiez immer noch in Aufruhr. Viele der Menschen in den letzten Wochen, die ich kenne, haben anonyme Briefe bekommen und sie sollen endlich mal abhauen und man will die nicht. Und da müssen wir gemeinsam arbeiten, dass wir die Vorurteile, die Ressentiments, die existieren, die Ängste, die existieren, gemeinsam bekämpfen, damit endlich mal ein wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Wir-Gefühl entstehen kann. Das ist der Mann, der die Republik spaltet. Thilo Sarrazin, ehemaliger Bundesbanker, SPD-Mitglied. Noch nie hat ein Sachbuch ein solches Medienspektakel in Deutschland ausgelöst. 18 Auflagen in wenigen Wochen. Sarrazin ist zum Millionär geworden, mit höchst umstrittenen Thesen. Der Tenor lautet, die Einwanderung von Muslimen bringt nichts als Probleme. Wir beobachten in ganz Europa, in England, Holland, Dänemark, Frankreich, Schweden, dass die Migranten aus also muslimischen Ländern besondere Anpassungsprobleme haben. Sie integrieren sich, sie haben unterdurchschnittliche Leistungen im Bildungssystem. Sie leben zu großen Teilen, nicht alle, sehr abgegrenzt und abgesondert. Sie zeigen kein Interesse an der also Mehrheitskultur. Sie haben unterdurchschnittliche der Erfolge am Arbeitsmarkt. Sie sind eine Belastung für die, zu teilen, eine Belastung für die also Sozialkassen. Und sie sind immer wieder Anlass für Unruhe in ihren Gastvölkern. Unruhe auf jeden Fall auch in Sarrazins eigener Partei, der SPD. Lautstarke Proteste von Sarrazin-Gegnern vor der Parteizentrale in Berlin. SPD! Sarrazin tut weh! SPD! Sarrazin tut weh! Diese Demonstration kommt der SPD-Führungsriege gerade recht, denn sie sagt Stopp zum Querdenker und will ihn so schnell wie möglich aus der Partei ausschließen. Man muss die Themen offen benennen, aber wer so tut, als sei immer nur einer schuldig und das seien immer nur die Muslime und im Übrigen würde sich das auch noch vererben. Das ist eine ziemlich wahnwitzige Vorstellung und damit ist bei uns eins klar, das ist mit der Wertehaltung und dem Menschenbild der SPD nicht vereinbar. Doch an der SPD-Basis in den Ortsvereinen denkt man anders. Ich finde nicht unbedingt, dass das parteischädigend ist, sondern der hat ein Thema angepackt, was ja nun nachweislich viele Leute anspricht und berührt. Und sonst wäre ja nicht diese ganze große Aufregung. Ich bin der Meinung, dass wir sollten lieber eine Auseinandersetzung mit ihm führen, als ihn einfach auszuschließen. Genau dieser Meinung ist auch Klaus von Donani, langjähriger Vordenker der SPD. Er verteidigt Sarrazin im Ausschlussverfahren der Partei. Sein Plädoyer ist fertig, die Kritik an der Führung hart. Die SPD hat weder politisch klug gehandelt, noch hat sie fair gehandelt, noch hat sie bedacht, was sie einem Menschen antut, wenn sie ihn zum Beispiel mit Nazi-Methoden vergleicht. Und das finde ich alles nicht sehr gut. Und deswegen habe ich mich auch bereit erklärt, Sarrazin zu verteidigen und mache das auch gegenwärtig. Neukölln, einer der Berliner Bezirke mit den meisten Einwanderern, den meisten Hartz-IV-Empfängern, den größten Problemen an den Schulen. Aber auch mit einem mittlerweile berühmten Bürgermeister, der die Probleme schon lange vor Sarrazin schonungslos beim Namen genannt hat. Dennoch ist er nicht einverstanden mit dem Parteigenossen. Thilo Sarrazins Fehler ist, er nimmt einen Ist-Zustand und prophezeit aus dem, dass immer alles so bleiben wird, dass es sich so fortschreiben wird und dass es dann zu einer Katastrophe kommt. Und damit spricht ja eigentlich der Gesellschaft jede Lernfähigkeit ab und er spricht ihr auch ab, die Fähigkeit, sich auf diese Probleme einzustellen. So, und so habe ich die Flinte noch nicht ins Korn geworfen. Thilo Sarrazin dagegen bleibt bei seinen düsteren Prognosen. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Kultur untergegangen ist durch den Ansturm von außen.
Dass Sie irgendwann Deutschland abschaffen werden, völlig absurd, finden das die Migranten in Kasım Erdoğans Gruppen. Sie haben andere Probleme, vor allem Arbeit zu finden. Und Erdoğan versucht zu helfen, wie er nur kann. Ich hab gestern Sie erwartet. Warum sind Sie nicht gekommen? Zur Vätersitzung. Sein Beiname ist der Kalif von Neukölln. Ihm vertrauen die Menschen hier und er kritisiert Sarrazin vor allem wegen dessen Distanz zu seinen Mitmenschen. Das, was er auch weiß, hat er nicht eingesetzt, nämlich mit Menschen auf gleiche Augenhöhe zu sprechen, um auszuloten, welche Gründe haben sie, wenn sie sich weigern zu integrieren. Ich kenne ganz wenige, die sich, sage ich mal, hartnäckig weigern, sich integrieren zu lassen. Und sie sind für jeden Tipp, für jede Arbeit dankbar. Ich habe nur mit diesen Menschen zu tun. Für Kasım Erdoğan und seine Ziele ist eines trotzdem gut. Die Debatte um Sarrazin hat sein Lebensthema, die Integration, ganz nach oben gerückt auf der Agenda der deutschen Politik.